Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TDUCD. Vor einigen Wochen habe ich ein Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, wie man ein Backup von seiner Festplatte erstellen kann und dazu ein zweites Video, wie man dieses Backup wiederherstellen kann. Nun wurde ich letztens darauf aufmerksam gemacht, dass die 2014er Version, ich habe es ja damals mit der 2013er Version gezeigt, auf jeden Fall ist die 2014er Version anders aufgebaut ist, beziehungsweise anders aussieht, mit den Kacheln und so weiter. Auf jeden Fall sieht es anders aus und manche Nutzer kommen dann nicht mehr so richtig klar. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach noch mein zweites Video, in dem ich die 2014er Version zeige. Ist eigentlich ungefähr das gleiche. 2013er Version kann man immer noch verwenden, finde ich meiner Meinung nach auch schöner. Link zum alten Video auch nochmal in der Videobeschreibung. Aber jetzt möchte ich erstmal auf das Programm Paragon Backup hier and Recovery 2014 Free eingehen. Ist natürlich deutsch, Download-Link natürlich auch in der Videobeschreibung. Wir gehen als erstes hier zum Download. Nun auf Download Server Chip Online. Warten kurz. Und laden das Ganze dann herunter. Es hat ganze 398 MB, könnte also bei einigen etwas länger dauern. Das Ganze habe ich jetzt schon runtergeladen, um Zeit zu sparen. Als erstes öffnen wir jetzt mal die Installationsdatei. Klicken hier auf Annehmen. Dann wird das Ganze erstmal extrahiert. Nun müssen wir hier noch einmal bestätigen. Ja. Und nun werden wir gefragt, ob wir die 32 oder 64-Bit Variante installieren wollen. Um zu schauen, haben wir 32 oder 64-Bit, einfach kurz auf Start klicken, Computer, Rechtsklick, Eigenschaften. Dann scrollen wir hier kurz ein bisschen runter. Oder muss man vielleicht auch gar nicht, bis hier bei System angekommen ist. Dann Systemtyp, in diesem Fall 64-Bit Betriebssystem, bei manchen wahrscheinlich 32-Bit. Also klicke ich hier jetzt 64-Bit an, wenn 32-Bit-System vorhanden ist, dann natürlich 32 anklicken. Dann wird die Installation vorbereitet, geht relativ schnell. So. Falls jetzt noch ein Fenster aufgeploppt sein sollte, es könnte sein, dass irgendwelche Visual-Dingens, ich kann mal gerade schauen, das ist ja nicht die erste Installation, ich muss erst schon mal schauen, wie das funktioniert, Programme und Funktionen. Hier Microsoft Visual C wurde sehr wahrscheinlich vorher schon mal installiert, also wenn es nicht schon installiert ist, wird dort nachgefragt. Da werden spezielle Versionen verwendet, einfach auf OK klicken, wird einfach schnell installiert und dann wird man auch hier weitergeleitet. Was ich gerade noch anmerken möchte, für die Leute, die die 2013er Version schon drauf haben, wird das nicht funktionieren. Das finde ich ein bisschen dumm gemacht. Wenn man 2013 installiert hat, kann man nicht 2014 installieren. Ja, wollte ich nur mal kurz anmerken, für nicht dass dann das in der Videobeschreibung steht, hey, ich kann mein Programm nicht installieren. So, wir klicken hier auf Weiter. Ja, Weiter. Akzeptieren, die Lizenzvereinbarung. Können jetzt hier einen Benutzernamen angeben. Ich lasse einfach Windows-Benutzer drin stehen. Sage auch jeden Computer, jeder, der diesen Computer verwendet, also alle Benutzer. Das können wir auch einfach so lassen. Wenn wir den Installationspfad ändern wollen, können wir hier auf Ändern klicken. Ich möchte jetzt nicht ändern, deswegen lasse ich es so. Klicke auf Weiter. Und nun können wir direkt auf Installieren klicken. Und das Ganze wird installiert. So, wenn fertig, sehen wir hier einfach das Symbol Fertigstellen. Den Button klicken drauf und das Ganze schließt sich. Jetzt sehen wir, auf dem Desktop wurden direkt zwei Verknüpfungen erstellt. Das hier können wir schließen. Einmal Paragon Backup and Recovery 2014 Free und das ganz andere Paragon Recovery Media Builder
Auf jeden Fall, was wir jetzt benötigen, ist Paragon Backup and Recovery 2014 Free. Einfach Doppelklick machen, wahrscheinlich wird es auch, ja, es wird auch hier reingeschrieben, ist egal, wo man es reinmacht. Man benötigt natürlich Adminrechte. Und so sieht das ganze Programm aus in der 2014er Version. Es wurde natürlich an den neuen Windows 8 Style angepasst, auch schön mit Kacheln, finde ich überhaupt nicht schön. Für die Leute, die hiermit nicht arbeiten wollen mit diesen Kacheln, normal können auch die erweiterte Oberfläche anwählen. Hier diese. Meiner Meinung nach benötigt man die nicht unbedingt, mit dem anderen kommt man auch perfekt klar. Allerdings wird es auch hier gehen, ich zeige es allerdings an der Express-Variante. Also gehe ich nochmal in Express-Modus und erkläre das Ganze hier. Sicherung virtueller Container, das ist das allererste, was man jetzt machen kann. Was anderes ist nicht möglich, wir können nichts wiederherstellen, da wir noch nichts gesichert haben. Und wir können auch keine inkrementelle Sicherung anlegen. Recovery Media Builder. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, für was diese Verknüpfung hier war. Wenn wir ein Recovery Media Builder erstellen, also ein bootfähiges Medium, damit können wir unsere Backups wiederherstellen, falls unser System gar nicht mehr richtig starten sollte. Okay, gut zu wissen. Einfach mal kurz testen, wie das aussieht. Hier, willkommen zum Rettungsdisk-Konfigurator. Eigentlich genau das gleiche wie der 2013er Variante. Ups. Jetzt können wir hier sogar noch auswählen, was für eine Plattform das ist. Ich nehme jetzt Microsoft Windows einfach, PE, was auch immer ist. Klick auf Weiter. Jetzt kann man hier eine ISO herstellen lassen dadurch. Entweder einfach so irgendwo und dann auf einen USB-Stick ziehen. Ja, oder Wechseldatenträger kann man auch direkt auf einen USB-Stick ziehen lassen. Oder auf eine DVD auch brennen. Ja, ich erstelle jetzt einfach mal kurz. Ne, ich muss keins erstellen, das kann jeder selber für sich dann machen. So, dann kommen wir jetzt weiter zum Sicherung einem virtuellen Container. Das müssen wir als allererstes machen, bevor wir irgendwas anderes machen können. Klicken wir einfach mal drauf. Kommen wir zum Sicherungsassistenten. Virtueller Container, einfach weiterklicken. Als nächstes wählen wir die Festplatte aus, die wir sichern möchten. Leider kann man dort keine Unterordner sichern, man kann nur die komplette Festplatte sichern. Finde ich ein bisschen schade an der 2014er Version, aber es gibt ja immer noch 2013er Version. Egal. Es geht auf jeden Fall jetzt hier gerade nur die eine Festplatte, klicken wir auf Weiter. Nun können wir den Speicherort auswählen, hier Sicherungsort, kann man ein bisschen rumscrollen. Wenn die ganze Festplatte gesichert wird, ist es natürlich sinnvoll, es am besten auf eine andere Festplatte zu legen oder auf eine andere virtuelle Festplatte zu legen. Man kann es natürlich hier auch in eine Netzwerkumgebung legen, das finde ich richtig cool, dass das hier so angezeigt wird. Ja, ich lege es jetzt einfach mal, ja, ich mache jetzt keine Sicherung, einfach nur so zum Test hier so. Das würde nach Users, TDU City, Desktop. So, angeblich würde da jetzt meine Sicherung hinkommen. Hier können wir noch den Sicherungsname ändern und die Sicherungsbeschreibung. Ah ne, nicht auf dem Desktop, normal. Da muss schon ein neuer Ordner hin, dann zum Beispiel Sicherung. Fertig. Das ist jetzt nur beispielhaft, man sollte es natürlich am besten nicht so nennen. Ja. Sicherung würde... Hier ist Datum. Ist hier ein Datum drin? Kann sein, auf jeden Fall wäre das sehr komisch. Sicherungsbeschreibung, kann man das gleiche hier nehmen für da. In den Sicherungsnamen würde ich reinpacken, was wird gesichert, in diesem Fall wäre es System C. Dann noch sollte man draufschreiben, auch von welchem Datum das ist. Also jetzt wäre es zum Beispiel der 19.07. Ich zeige es einfach mal, System-C, Leerzeichen, 17.07.14. So ungefähr würde ich eine Sicherung aussehen lassen, nur damit man nachher noch weiß, was ist das jetzt eigentlich. Dann mache ich mal kurz doch so eine Sicherung, aber ja, ich mache es auf dem Desktop einfach. Sicherungsarchiv, Sicherungsbeschreibung, mache ich auch nochmal so. Klicke auf Weiter, dann beginnt ja auch direkt schon die Sicherung. Wir sehen, hier wurde der Sicherungsordner erstellt. Und dann lasse ich jetzt einmal kurz die Sicherung durchlaufen und gehe gleich auf die
anderen Optionen ein, die mir noch geboten werden. So, nachdem dann die Sicherung abgeschlossen ist, steht hier der Sicherungsassistent virtueller Container wird beendet. Geschafft, Sie haben den Sicherungsassistent virtuelle Container erfolgreich beendet. Klicken wir einfach beenden, zack, zack. Dann öffnet sich das Ding hier wieder. Hier haben wir unseren Ordner mit dem Unterordner drin, der sich System C17.07.2014 nennt. Und hier sehen wir dann die Sicherungsdateien. So, mal kurz vergleichen. Der Ordner hat 5,32 GB und das System hier benötigt aber 15,8. Da sehen wir, es wird komprimiert, wo es nur geht. Oder? 15,8? Ja, muss ja. Belegt 19,1, 5,3 Dingens. Es wird auf jeden Fall sehr komprimiert. Zumindest das, was komprimiert geht. Gut, dann können wir jetzt drauf weiter eingehen. Erstmal Wiederherstellung virtueller Container. Können wir hier draufklicken. Weiter. Hier die Sicherung virtueller Container. Archivgröße 5,3 GB. Klicken auf Weiter wieder und dann wird das wahrscheinlich hergestellt wieder. Ja, lokales Laufwerk, MBR, System C. Genau, kann man weiterklicken. Jetzt kann man auswählen, wo es wiederhergestellt werden soll. Natürlich hier drauf. Dann sehen wir das Ganze wahrscheinlich nochmal. Ich hoffe jetzt nicht. Ah. Nein. Okay, auf jeden Fall geht es dann so weiter. So, da kann man das dann wieder herstellen. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, das mit der 2013er Version finde ich auf jeden Fall besser. Er sollte jetzt das ganze System C gesichert haben, aber irgendwie ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Falls das nicht machen sollte, wird das Video entweder gar nicht online kommen oder ich werde es dazu schreiben. Egal, jetzt gehen wir erstmal drauf ein, was eine inkrementelle Sicherung ist, denn diese Option haben wir auch. Bei einer inkrementellen Sicherung haben wir unsere Basissicherung, hier in diesem Fall die Sicherung mit dem virtuellen Container. Und dann können wir eine Sicherung anlegen, die alles sichert, was in der Zwischenzeit geändert wurde und neu dazugekommen ist. Der Vorteil, es geht sehr schnell, es gibt aber einen großen Nachteil und zwar jede Sicherungsdatei, die dazukommt, muss behalten werden. Sobald eine Sache fehlt, wird das Programm rummeckern und kann die Wiederherstellung nicht machen, also das System nicht wiederherstellen oder die Daten oder was auch immer. Das heißt, wenn eine inkrementelle Sicherung gemacht wird, müssen alle Daten von Anfang an bis zum Ende, bis zur Wiederherstellung vorhanden sein, da es uns nicht geht. Allerdings ist es eine gute Option, wenn man jetzt sagt einfach, ach, ich habe nicht viel geändert, nur ein kleines bisschen, eine neue Sicherung komplett anlegen, lohnt sich gar nicht, mache ich einfach eine inkrementelle Sicherung, geht genauso gut. Klicken einfach mal kurz drauf. Kommen wir direkt zum Sicherungsassistenten hier, klicken auf Weiter. Jetzt können wir die Basisversion auswählen, das wäre hier in diesem Fall der virtuelle Container. Attribute, ja, was auch immer da. Archivgröße 5,3, Größe 35 GB insgesamt. Klicken auf Weiter. Dann können wir jetzt auswählen, welche Objekte dazu gesichert werden wollen, sollen, nicht wollen. Hier lokales Laufwerk und so, das wäre jetzt komplett dazu. Weiter, Kommentar, Inkrement 1. Und dann würde jetzt hier, ja, der beginnt jetzt die Laufwerke inkrementell zu sichern. In diesem Fall dürfte er jetzt entweder ganz wenig dazu sichern oder fast oder gar nichts. Denn ich habe ja eigentlich jetzt nichts geändert, gerade als ich die Sicherung gemacht habe. Deswegen kann ich jetzt eigentlich auch auf Abbrechen schon klicken. Denn die Operation wird ja noch nicht fortgeführt, sondern erst vorbereitet. Klicke ich einfach auf Abbrechen und dann sollte der auch aufhören damit.
Ja. Ja, wollen Sie abbrechen? Ja, möchte ich wirklich tun. Empfehle ich nicht, wenn man das wirklich mal angefangen hat. Denn es kann da zu Fehlern kommen. Muss aber nicht. Dass dies aber nur ein Test war, war es jetzt eigentlich relativ egal. Hier können wir jetzt noch die Protokolldateien anschauen. Ja, was auch immer. Egal, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Auf jeden Fall, das war das Programm Backup and Recovery 2014 Free. Gezeigt, wie man einen Media-Builder macht, habe ich auch. Obwohl ich am Anfang gerade kurz nicht drauf kam, was diese Verknüpfung zu sagen hat. Sicherung habe ich gezeigt, Wiederherstellung. Da wird das System wahrscheinlich dann komplett einmal neu starten. Im Prinzip ist es ungefähr das gleiche wie bei der 2013er Version, wobei ich sagen muss, ich mag die 2013er Version mehr und werde nicht zur 2014er Version wechseln. Wie schon gesagt, Link zur 2013er Version auch in der Videobeschreibung zu dem Video. Und dann war es das aber auch eigentlich schon. Bei weiteren Fragen einfach ab in die Kommentare damit. Für die Leute, die kein YouTube- bzw. Google Plus Account haben, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meiner Facebook-Seite. Dort könnt ihr mir auch sehr gerne Fragen stellen, indem ihr an die Chronik schreibt oder eine persönliche Nachricht schreibt. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button abonnieren oder liked meine Facebook-Seite. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!